Kinder, ich sehe nichts. Komm ich gut raus? Ja, du kommst gut raus. Du kommst immer wieder gut raus. Ihr habt gesagt, ich komme gut raus. Wie kann man nur so einen fetten Zuckerstangenlaster übersehen? Wir haben ihn gesehen. Wir machen nur keine große Sache draus. Na toll, die Reifen drehen durch. Wir wollten noch Winterreifen draufziehen. Die findest du heute Abend unter dem Weihnachtsbaum. Oh. Ich konnte ja auch nicht ahnen, draußen im Schnee zu sein, um am Tag vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Hey, Blödmann, hub meine Familie nicht an. Wir verbringen eine besinnliche Zeit, hast du kapiert? Lin, bitte hör auf. Bob, lass mich nur machen. Was? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Lin. Was denn? Ich singe nur Jingle Bells. Ja, hört doch nur das Hupen. Hör auf. Komm, Kinder, singt mit mir. Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Gut gemacht. Hört alle auf, Jingle Bells zu singen. Wie lange dauert normalerweise eine Warteschleife? 4 Stunden? So ein Mist, der Laster schon wieder. Jetzt scheint das nicht mehr so eilig zu haben. Vielleicht darf er ja nur Schritttempo fahren. Ich überhole ihn mal. Das meint er nicht ernst. Beschleunigt er? Was hat er für ein Problem? Und? Freut ihr euch schon drauf, den Baum zu schmücken? Sollen wir den Baum wirklich schmücken? Er wirkt so zerbrechlich. Wie bitte? Jemand sollte dem Baum ein Sandwich geben. Oder eine Kraftbrühe. Oh mein Gott. Oh, seid doch nett zu dem Baum. Wir haben Dezember, Mom. Es wird Zeit für die Osterdekoration. Hör auf zu beschleunigen. Lass mich rein! Bob, mit wem sprichst du denn? Oh mein Gott, das war knapp. Du wärst fast mit dem Schneepflug zusammengestoßen, Bobby. Was für ein Glück, dass bei dir keine Kinder mitfahren. Das war nicht meine Schuld. Der Typ in dem Truck fährt wie ein Verrückter. Du fährst auch zu schnell. Aber nicht so wie er. Ich werde versuchen, ihn abzuhängen. Der küsst schon unser Nummernschild. Der Typ versucht, uns umzubringen. Ich versuche, in die Parkbucht da drüben zu fahren. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Bei euch alles okay? Alles klar. Mir geht's super. Ich hab nicht in die Hose gemacht. Gut gemacht, Gene. Warum hatte ich keine Angst? Moment, ich stehe unter Schock. Jetzt muss ich doch pinkeln. Okay, am besten du suchst dir einen Baum. Nein, sonst gefriert das Pipi und bahnt sich den Weg in den Körper. Was zum Teufel war das, Bob? Wolltest du uns umbringen? Ich? Der Typ hat uns gerade von der Fahrbahn gedrängt, Lin. Mein Pipi droht zu gewinnen. Versuch's anzuhalten. Also, sobald jemand drängelt, bedeutet das bei dir Augen zu und durch? Das war schon kein Drängeln mehr. Das war schwere Nötigung. Durch einen bezaubernden Zuckerstangenlaster. Blasenentleerung beginnt in 3, 2. Gene, wir bringen dich zum Pinkeln in den Diner dort. Ich hätte gerne Beeil einen großen dich, wir wollen wieder nach Hause. Das kann aber dauern. Meine Blase hat meinen Dickdarm gefragt, ob er rauskommt spielen. Und mein Dickdarm dann so, na klar doch. Oh, Barbie, die haben Dutch Babies hier. Die müssen wir probieren. Was ist ein Baby aus Holland? $2000 weniger wert als ein Baby aus den USA? Nein, das sind deren weltberühmte Hefepfannkuchen. 25 Minuten Zubereitungszeit, das dauert mir zu lang. Du weißt, ich habe noch einen Braten in der Röhre. Hast du überlegt, abzutreiben? Tina, hör auf. Das Auto deiner Familie hätte sich fast überschlagen. Weißt du noch, wir nehmen welche zum Nachtisch. Wir lassen sie einpacken. Dutch Babies, bitte. Aber der Braten wird doch trocken. Ruf doch Teddy an. Er hat einen Ersatzschlüssel. Soll er den Herd doch ausmachen? Sehe ich anders aus? Ich fühle mich anders. Huh. Los, gib mir das Telefon. Wieso? Ich will wieder zurück in die Warteschleife. Nur so kann ich im Moment ich selbst sein. Hm. Entschuldigen Sie, Officer. Hi, hier drüben. Ich würde gern ein Verbrechen melden. Ich wurde eben von einem LKW abgedrängt in Form einer großen Zuckerstange. Möchten Sie das möglicherweise aufnehmen oder weitergeben? Hallo. Wurde irgendjemand verletzt? Nein. Gibt es Schäden an Ihrem Fahrzeug? Nein. Und sonst hat er Sie angepöbelt, ein LKW-Fahrrad gepöbelt. Oh, ertappt! Luis, stopp. Warum nennt man Polizisten Bullen? Ist das wegen Ihrer Stirnacken? Gene, tut mir leid, hören Sie einfach nicht hin, aber mir sollten Sie zuhören. Es sieht nämlich nicht unbedingt so aus, als würden Sie das... Sir, ich esse gerade dieses köstliche Dutch Baby. Sieht lecker aus. Aber dort draußen fährt ein sehr gefährlicher Typ in einer großen Zuckerstange herum. Ich bitte Sie jetzt langsam in Ihre Nische zurückzurutschen. Officer, Sie müssen mir unbedingt zuhören. Entschuldigen Sie. Haben Sie die Kellnerin geschlagen? Nein. Doch, hast du. Ich meine, ja, hab ich, aber es war ein Versehen. Wieso schlägst du jemanden an Weihnachten? Es ist nur passiert, weil er nicht zugehört hat. Wenn Sie noch mehr schlagen, bekommen Sie meine ganze Aufmerksamkeit. Okay. Linda, Kinder, lasst uns gehen. Aber genug Dutch Babies. Das halte ich für eine gute Idee. Los, gehen wir. Aber mein holländisches Baby ist noch nicht da. Lin, komm schon. Oh, es hat nur 22 Minuten gedauert. Es ist ein Frühchen, genau wie Jesus.